Ja gut, hier waren die Renner des Macher. Also der Rennende Night Clan war hier. Ah, und Goatschwein mal wieder. Ich weiß schon gar nicht mehr, ob Goatschweins und die anderen Schweine unterschiedliche Sachen gemacht haben. Oh, das nehme ich gerne mit, das Level Up. Crimson in das so bekannte Sun. Oh. Ja, okay, macht Sinn. Crimson ist rot und das Azur ist blau. Und die werden die Sonne, das heißt, die werden zu Graduation Potions. Small X, okay. Oh yeah. Zum Glück ist die Heilung stark genug, dass ich mein halbes Leben heilen kann. Sondern noch hier rumgucken. Hier ist nichts. Gut. So, was machst du? Neue Stärke? Oh nee, oder? Moment. Du hast 10 verloren, du hast 25 gekriegt und 10... Ja, stimmt, das war so. Also ein Teil deiner Ausrüstung verliert 10 Durability und die anderen beiden kriegen jeweils 10. Also das ist der Tausch nicht so schlecht. Blöd ist es nur, wenn es halt ein Gegenstand ist, der sowieso schon zu wenig Durability hat. Also Max Durability. So. Dann. Oh, wir haben mehrere Identifies jetzt mittlerweile wieder. So. Nehmen wir erstmal die Healing Scrolls, die wir hier haben. Mana Shield Identify, eine Top Bottle brauchen wir. Und ja, es gibt immer eine Möglichkeit, das Mana aufzufüllen.
Wir haben aber nicht zufällig irgendwas nicht identifiziert, was wir bei ihr verkaufen müssen. Nein. I sense a soul in search of answers. Squad of Chain Lightning. Noch eine Squad of Chain Lightning. Die beiden Bücher. Squad of Passing. So. Einmal Potion of Full Mana. So, und unser Mana ist voll. Hello, my friend. Stay a while and listen. Gut, habt ihr was Neues? Wow, what can I do for you? Nein. Dann reparierst mal meine Items. Ach, reparier einfach alles. Oh, Bower of Fire. Nee, danke. So, verkauf. Feuerbogen, Axt, ja. Greetings, good master. Welcome to the Tavern of the Rising Sun. Du hast auch nichts Neues, also haben wir da immer noch keine Quests. Good day. How may I serve you? So, hast du was, Pippin? What ails you, my friend? This is a potion of healing. Yeah. Potion der vollen Regeneration, Scroll of Healing. Und du wirst garantiert auch nichts zu sagen haben. Ne, alles gut hier unten. Oh, hast du was Neues? Armor, Flail, Axe. Ivory Bow of the Stars. Und den können wir uns nicht leisten. Wow, what can I do for you? Ne, das Beste, was ich zusammenkriege, sind etwas über so 25.000 und der kostet 30.000. Schade. Wow, what can I do for you? Der Bogen wäre richtig geil gewesen. Vor allem auch wegen dem Resist Magic. Für später. So, gespeichert. Haben wir eine Squad of Town Portal? Ja, haben wir. Familias. Oh, eine Potion of Mana. Fire Clan diesmal. Also wieder Fire Clan, okay. Die beiden Türen sind geschlossen. Hm? Das heißt, wir können in Ruhe das Buch lesen. Many demons traveled to the mortal realm in search of the three brothers. These demons were followed to the mortal plane by angels who hunted them throughout the vast cities of the East.
the angels allied themselves with a secretive order of mortal magi named the Horadrim, who quickly became adept at hunting demons. They also made many dark enemies in the underworlds. Also ja, Dämonen sind den großen Übeln gefolgt in die Welt der Sterblichen. Und diese Dämonen wurden halt von Engeln verfolgt. Und die Engel haben auf ihrer Jagd nach den Dämonen einen geheimen Kult gefunden oder gegründet. Gefunden was? Nämlich die Horadrim, die ihnen geholfen haben bei der Dämonenjagd. Ja, und jetzt jagen wir Dämonen. Okay, hier geht's weiter. Gucken wir mal den anderen Weg. Und ja, da wir uns halt nicht so schnell bewegen können. Versuche ich immer ein bisschen gleichmäßig aufzudecken. Aua, war da wieder eine Falle dran, die ich nicht gesehen habe? Da war keine dran, gut. Oh, hi. Schön, dass sie nicht dazu kommen, sich zu wehren. Okay, entweder gibt es hier zwei Wege oder. Oh, Potion of Healing. Ne, scheint zwei Wege zu geben. Also erst hier umgeguckt. Und ja, da geht's nach Level 9 runter. Ach, Sademet. Okay. What? Why are you here? All these interruptions are enough to make one insane. Here, take this and leave me to my work. Trouble me no more. Ja, er lässt ein Book of Mana Shield. Das könnten wir sogar benutzen. Dann haben wir jetzt Mana Shield. Und ja, wir können ihn anpissen. What? Why are you here? What? Ah, wo ist jetzt die Schriftrolle? Your curiosity will. Sorry, did I break your concentration? Oh, eine Breastplate. Ja. Das war halt die nette Art zu sagen, war zur Hölle. Ja gut, gucken wir uns erst hier um. Ja gut, hier gibt es jede Menge Abzweigungen noch. Und ja, Sademet, das war genau diese Quest. Ihn einfach beklauen wollen, dann ist er angepisst, dann tötet man ihn. Also ja, da wir wissen, dass hier unten weitergeht, klären wir erstmal hier oben fertig.
Hier scheint eh nicht viel zu sein, außer dem einen Raum. Hey. Mit ein bisschen Gold drin. Ja, vielleicht schaffen wir es doch noch in Level 9. Hier steht ein Gerüst herum. Hier ist wieder ein Goatschwein. Sag bloß, hier geht's. Ah, hier ist noch ein. Noch ein Raum mit einem Goatschwein. Okay, die sind überall heute. Was heißt heute? Der Dungeon wurde. Sag bloß, da ist nochmal ein Raum. Ja, da ist tatsächlich noch ein Raum, aber das ist ein Bibliotheksraum. Okay. Wow, das ist mir ein bisschen zu viel. Vor allem surrounded werden ist nicht gut. Aber zum Glück sind sie nicht so helle. Okay, neuer Goatschwein. Arcane Power brings Destruction. Achso, das war der, der Mana wieder auffüllt. Ja, gut. Sonst nix. Ach nee, das ist noch ein Schwein. Drink and be refreshed. Na, das nehme ich gerne an. So, wieder die meiste Tür. Und noch ein Goatschwein. Oh, Mana-Schild. Das nehme ich gerne. Oh, sogar voll. Ja gut, bevor wir uns hier weiter umgucken. Also viel ist es ja nicht mehr. Kann ich euch ja schon mal einen Vorgeschmack geben auf die Höhe. It's hot down here. Okay. Nee, das heißt, ich werde diesmal nicht in der Stadt speichern. Sondern wir speichern einfach hier und machen unseren Cut dann. Also, bis gleich.